Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend! Herzlich willkommen zu Extra 3. Danke. Und wie sieht's aus? Was meinen Sie? Wie wird das nun mit Jamaika? Ich glaube ja, die Merkel zieht das durch. Für Merkel ist es eigentlich das geringste Problem. Die Merkel ist inzwischen so schmerzfrei nach den 12 Jahren. Die näht sich einen 4. Stern an den Blazer und macht sich an die Arbeit. Sie hat ja auch nach der Wahl gesagt, sie wüsste nicht, was man hätte anders machen sollen. Obwohl ihre Partei, die CDU, bei der Wahl massiv verloren hat. Mehr als die SPD verloren hat. Aber Merkels Schuld war es definitiv nicht. Es war natürlich die Schuld der anderen. Ja. Merkel zieht eiskalt ihr Ding durch und denkt sich, ist mir jetzt auch egal, wer diesmal unter mir verwest. Ja, die 4 Jahre, das kriegen wir schon hin. Ganz so abgezockt sind die Grünen nicht. Da geht es etwas emotionaler zu. Bei den Grünen gibt es fast so etwas wie Vorfreude, wieder mitregieren zu dürfen. Zumindest bei Anton Hofreiter. Ja, selbstverständlich wollen wir regieren. Es ist doch logisch, dass wir regieren werden. Und dann heißt es ganz häufig, ja, aber wenn ihr regieren werdet, werdet ihr dann die Ideen, und für die ihr gestritten habt, verkaufen? Nein, natürlich werden wir das nicht machen. Natürlich nicht werden sie es machen. Das haben die Grünen ja noch nie gemacht. Außer wenn es um die Verschärfung des Asylrechts ging, um den Abbau des Sozialstaates, um Krieg und Frieden oder um die Frage, ob der Klimaschutz wichtiger ist als die Autoindustrie in Baden-Württemberg. In den Punkten sind die Grünen ab und zu mal ein klein wenig abgewichen von ihren Grundsätzen. Aber das Dosenpfand, das haben sie durchgesetzt. Gegen alle Widerstände. Man kann es nicht oft genug sagen. Das haben sie geschafft. Die FDP meldet auch schon mal Ansprüche an auf 3 Ministerien. Ich glaube, Instagram, Twitter und Snapchat. Sagt aber auch, dass sie genauso gerne in die Opposition gehen würde. Nein, wir gehen auch in die Opposition. Das ist ja modern heutzutage. Nein, nein, Opposition geht auch natürlich, macht uns gar nichts aus. Und die CSU muss natürlich noch, die muss noch einiges aufarbeiten, hat noch zu knabbern, immer noch zu knabbern an ihrer historischen Niederlage, die CSU. -10%. Für Seehofer ein Fiasko. Mit dem Ergebnis ist er kein Vollhorst mehr. Ja? Vollhorst kann ich keiner mehr. Halbhorst vielleicht, aber nicht mehr Vollhorst. Herr Seehofer, gedemütigt. Aber auch Seehofers ärgster innerparteilicher Konkurrent Markus Söder kann sich noch nicht so richtig erwärmen für Jamaika. Was wäre aus Ihrer Sicht wirklich toll an Jamaika? Puh. Puh? Was heißt denn hier Puh? Selber Puh, ja? Söder. Immer hat er was zu meckern. Was soll denn das? Immer dieses Gemecker. Jetzt gefällt ihm schon der Name Jamaika-Koalition nicht so richtig. Das Wort finde ich immer nicht ganz so toll, weil ein stabiles Land wie Deutschland sollte nicht unter dem Überbegriff wie Jamaika letztlich. Was fänden Sie besser? Regierung. Regierung? Geht's doch ein bisschen innovativer. Regierung. Warum nennen wir den eigentlich Markus Söder? Nennen wir ihn doch einfach Mann. Also ich finde den Namen Jamaika durchaus passend. Ich meine, was verbindet man mit Jamaika? Man verbindet damit gelassene Typen mit Joints und verfilzten Haaren. Und genau das kann die Koalition doch leisten. Merkel hat die Gelassenheit, die Grünen haben die Joints und die CSU und die FDP den Filz. Also, es geht doch. Und ich glaube, die Grünen und die FDP, die kriegen das hin. Die Grünen und die FDP, die werden sich einig. Da sind auch die Milieus nicht so unterschiedlich. Schwierig wird es zwischen CSU und den Grünen. Na, auch atmosphärisch, ganz kompliziert. Schauen Sie mal, wie Robert Habeck von den Grünen reagiert, als Söder ihn an den Arm fasst. Dann gucken Sie doch einmal nach vorne. Mach ich doch. Und deswegen nee, sage ich, nee. Machen Sie doch mal mit. Sie glauben doch nicht im Ernst. Wir sind doch hier auf einem ganz guten Weg, nein, mal Habeck, irgendwie über den Tellerrand hinauszudenken. Und die kommen immer mit den neuen Kamellen. Glauben Sie im Ernst, wir kommen dadurch durch, indem wir sagen, ich sag Abschiebung. Ja, haben Sie gesehen? Wie der geguckt hat, das hätte er Schiss, wenn man von einem CSUler angefasst wird, wird man sofort schwanger. Ja? Und kriegt 9 Monate später einen Dobrindt.
Und von ihm, klar. Von Dobrindt kommt natürlich jedes Mal zuverlässig der allerdümmste Kommentar zur Lage. Auch diesmal zur Jamaika-Koalition hier. O-Ton Alexander Dobrindt. Mit den Grünen ist uns Tofu in die Fleischsuppe gefallen. Was soll das jetzt? Was hat der Dobrindt überhaupt gegen Tofu? Ich meine, Tofu ist blass, relativ geschmacklos und man fragt sich immer, was genau eigentlich drin ist. Also im Prinzip Alexander Dobrindt als Lebensmittel. Ob und wie es weitergeht mit Jamaika, das sagt uns jetzt ganz aktuell Janine Ullmann in Extra 3 Extra. Herzlich willkommen zu Extra 3 Extra. Berlin, nachdem Alexander Dobrindt von der CSU über die Grünen gesagt hat, Zitat, jetzt ist uns Tofu in die Fleischsuppe gefallen, hat nun Grünen-Chef Özdemir gekontert. Er sagte, die CSU sei für ihn die Schweinshaxe in der Gemüselasagne. Christian Lindner von der FDP wiederum findet, die CDU sei der Kartoffelknödel in der Sushi-Rolle. Und Angela Merkel meinte daraufhin, für sie seien alle drei nur die Pansen in der Sahnetorte. München. Die Vorsondierungen vor der Sondierung sind bei der CSU in München auf einem Sondersondiertag erfolgreich abgeschlossen worden. Jetzt muss nur noch sondiert werden, was nach Obergrenze noch sondiert werden muss und welche Delegierten dafür sediert genug sind. Da haben die einen eben mehr diplomatisches Geschick und die anderen sind Bayern. Berlin, führende Seismologen. Führende Seismologen des Ahmed-Schachbrett-Instituts warnen vor einem politischen Erdbeben in Deutschland. So hätten die Messinstrumente in den letzten Tagen einen starken Rechtsruck aufgezeichnet. Unter Plattentektonikforschern wird befürchtet, dass ganz Ostdeutschland, also die sogenannte AfD-Platte, noch weiter nach rechts abdriften könnte. Berlin. Die erste gemeinsame Gesprächsrunde der möglichen Jamaika-Koalition würde nach 5 Minuten schon abgebrochen. Die Politiker konnten sich nicht darauf einigen, ob als Kennenlernspiel nun mein rechter Rechter oder mein linker Linker Platzes freigespielt werden soll. Brandenburg. Die Betreiber des zukünftigen Flughafens BER haben heute auf einer Pressekonferenz positive Nachrichten verkündet. Ja, wir sind zuversichtlich, dass der Flughafen BER noch vor Ende der Koalitionsverhandlungen eröffnet werden kann. Berlin. Die SPD ist zwar nicht an den Koalitionsverhandlungen beteiligt, trotzdem haben sich führende Genossen jetzt konstruktiv zur Einigung der Jamaika-Partei geäußert. Hier ein Zusammenschnitt der besten Diskussionsbeiträge. München. Unser Kollege Klaus Bräune ist in der bayerischen Landeshauptstadt. Dort haben führende Physiker des renommierten Edmund-Stoiber-Instituts soeben eine neue Maßeinheit für Uneinigkeit vorgestellt. Klaus, was kannst du uns zum jetzigen Zeitpunkt dazu berichten? Ja, Janine, die Forscher haben heute verkündet, dass Uneinigkeit ab sofort in der neuen Einheit Horst gemessen wird. Dabei gilt die metrische Umrechnung, ein Horst sind gleich 100 Millimerkel. Umgedreht sind somit 50 Millimerkel 0,5 Horst. Also im Grunde ganz einfach. Das kann man sich doch merken. Danke, Klaus. Hamburg, der Altrocker Udo Lindenberg hat heute zusammen mit anderen Künstlern ein Revival-Album vorgestellt. Das Album mit dem Titel Mit dem Sondierzug nach Pankow enthält viele neu aufgelegte Hits. Zum Beispiel Schwarz-Gelb-Grün ist die Haselnuss oder Tausendmal sondiert, tausendmal ist nichts passiert. Und natürlich der alte Hit von Matthias Reim, Verdammt, ich koalier nicht. Hier sehen Sie jetzt im Anschluss die Kultkomödie Fuck You GroKo. Das war Extra 3 Extra. Und damit zurück zu dir, Christian. Danke, Janine. Man muss ja mal Folgendes sagen. In Schleswig-Holstein gibt es eine Jamaika-Koalition und es läuft gar nicht mal so schlecht. Weil sich die Parteien da im Wesentlichen auf zwei echte Zukunftsthemen konzentriert haben, nämlich Digitalisierung und gesunde Lebensmittel.
Ja, und die bringen das sogar zusammen, Stichwort Smart Farming. Das gibt es wirklich. Das ist die Verbindung von Digitalisierung und Landwirtschaft. Dann sagt die Kuh nicht mehr Mu, wenn sie gemolken werden will. Die postet den Bauern auf Instagram ein Foto von ihrem Euter. Sehr fortschrittlich arbeitet auch ein Biobauer in Baden-Württemberg. Leider sind die Behörden dort nicht ganz so fortschrittlich wie er. Patricia Kümpel und Jürgen Rose. Das ist ein fahrbares Hühnerwohnmobil im Markgräfler Land, inklusive großer Freilauffläche. Das Gelbe vom Ei für ökologische Landwirtschaft. Immer wenn der Stall bewegt wird, kriegt das Federvieh frisches Gras und das Gras frischen Dünger. Sehr, sehr praktisch und sehr, sehr illegal. Ohne eine Baugenehmigung vom Landratsamt Breisgau, Hochschwarzwald. Ein Hühnercamper, also eine mobile Hühnerstallanlage ist auch eine bauliche Anlage und als solches ein Gebäude, das dem dauerhaften Aufenthalt von Hühnern dient und ist deshalb eine baugenehmigungspflichtige bauliche Anlage. Genau, die Urbanisierung von ökologischem Gackerland braucht eben strenge Kontrollen. Biobauer Joel Siegel fährt voll drauf ab. Wir haben hier die beste Tierhaltung, die es überhaupt gibt. Und diesen Auftrag kriegen wir ja von der Gesellschaft. Also die Gesellschaft möchte ja, dass wir die Tiere so halten. Sie möchte ja, dass wir diese Art von Produkten herstellen. Sie möchte ja, dass wir so mit dem Boden umgehen. Und genau diesen Auftrag wird im Endeffekt torpediert durch eine Behörde. Torpediert? Also bitte verlieren Sie mal nicht die Bodenhaltung. So eine Baugenehmigung macht sich doch ganz von alleine. Ich muss für eine Baugenehmigung einen Bauantrag stellen und dieser bedarf dementsprechende Bauunterlagen, das ist geregelt und dafür muss ich mich eines Architekten bedienen oder eines Planverfassers, der diese Unterlagen erstellen kann. Der kostet Sie ja auch nur 5.000 Euro, Herr Siegel. Die kriegen Sie doch bestimmt ganz schnell wieder rein bei knapp 50 Cent pro Ei. Da müssen Sie eben mal ein paar federn lassen. Ach und 45 Meter neue Hecken anpflanzen als Ausgleich für Ihre bauliche Anlage. Das Verrückte ist, wenn ich einen Bauantrag stelle, muss ich ein Flurstück angeben, wo meine Immobilie steht. Das ist aber etwas Mobiles. Das heißt, wenn ich diesen Stall bewegen könnte über dieses Flurstück hinaus, was ja Sinn macht, muss ich im nächsten Jahr wieder einen Bauantrag stellen und die ganze Geschichte geht von vorne los. Jetzt gluck nicht so. Das federführende Landratsamt weiß eben, wie man jemandem so richtig auf die Eier geht. Ganz schöne Eier gibt's da auch um die deutsche Einheit. Ne? 27 Jahre deutsche Einheit. Wir haben es gestern gefeiert und es ist noch nicht alles zusammengewachsen, was möglicherweise zusammengehört. Dabei war es so schön damals. Ost und West endlich vereint. Vor 27 Jahren war es toll. Ja, es gab ein Kennenlernen, man gab sich gegenseitig, was man brauchte. Die Ossis brauchten Freiheit und fanden sie im Westen. Und die Wessis brauchten Käufer für ihre kaputten Gebrauchtwagen und fanden sie im Osten. Ja, es war ein Geben und ein Nehmen. Und heute ist unser Land gespalten. Für mich hatte trotzdem der Tag der deutschen Einheit gestern eine schöne Überraschung parat, nämlich die Rede unseres Bundespräsidenten. Hatte ich ganz vergessen, dass das ja der Steinmeier ist. Das ist ja der Steinmeier. Das ist der Bundespräsident. Und da muss ich sagen, ich freue mich schon, ihn nächstes Jahr wiederzusehen. Ne? Ich fand es auch ganz gut. Er hat sich mal ein Jahr lang Zeit genommen, von der Bildfläche einfach mal zu verschwinden, mal nachzudenken, mal in sich zu gehen. Und man hat das Gefühl, er hat wirklich in diesen Monaten, er hat so einiges verstanden. Verstehen Sie mich richtig, meine Damen und Herren. Ich verstehe mein Land nicht mehr. Verstehen und verstanden werden, ohne Sprache gibt es kein Verstehen und verstanden werden. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Verstehen und verstanden werden, das ist Heimat. Ja, die neue Familienshow, Verstehen Sie Steinmeier. Am Samstag, 20.15 Uhr, live aus der Stadthalle in Böblingen. Es ist ja tatsächlich so, jeder Vierte in Sachsen zwischen 18 und 25 Jahre sagt, dass die Nachteile der deutschen Einheit größer sind als die Vorteile. Die jungen Leute sagen das. Euch ist schon klar, liebe junge Ossis, dass ohne deutsche Einheit eure Smartphones von Robotron hergestellt würden und mit Braunkohle laufen würden. Ja, ist euch klar hoffentlich. Gut, andererseits,
Ganz klar, der Westen hat dem Osten nicht nur Gutes gebracht, im Gegenteil, der Westen hat sich den Osten ja ganz schön einverleibt. 60% der Immobilien in den ostdeutschen Großstädten sind in westlicher Hand. Fast alle ostdeutschen Tageszeitungen gehören westlichen Medienkonzernen. Und nur 25% der Unternehmen in Ostdeutschland werden von Ostdeutschen geführt. Ich glaube, das letzte Volk, das für so wenig Gegenwert sein Land abgegeben hat, waren die Apachen. Natürlich haben im Osten viele die AfD gewählt, aus Frust, weil sie sich abgehängt und nicht beachtet fühlen. Im Ruhrgebiet allerdings auch, und es ist in beiden Fällen bescheuert, sich abgehängt fühlen und deshalb AfD wählen. Das ist, als ob der Tabellenletzte aus Protest Eigentore schießt. Ja? Aber bei allen Differenzen, die es natürlich auch aufzuarbeiten gilt, ich finde, wir sollten uns immer wieder bewusst machen, dass wir ja durchaus auch Gemeinsamkeiten haben. Es gibt doch in Ost und West gleichermaßen verankerte urdeutsche Eigenschaften. Zum Beispiel sich über den Fußballkommentator im Fernsehen aufregen. Ja? Das verbindet uns doch. Oder immer und bei wirklich jeder Musik auf die 1 und die 3 zu klatschen. Ja? Das ist doch wirklich deutsch. Oder die in Ost und West gleichermaßen verankerte Unfähigkeit, einfach mal den Satz zu sagen, nein, danke, ich möchte bei der Polonaise nicht mitmachen. Unser Bundespräsident hat gestern gesagt, wir sollten einander mehr zuhören. Und wir haben uns das zu Herzen genommen. Unser Reporter Rollo hat das getan mit seinem Kameramann Jakob am Tag der Einheit in Ost und in West. Hallo, moin. Hey, Jakob Digi, ne? Hi. So, heute schnacken wir in Lübeck und Wismar, also im Westen und Osten, mit den Leuten über die deutsche Einheit. Und wir starten jetzt hier in Wismar? Alter, du machst mich so fertig, ey. Guck doch mal. Na los jetzt. Was ist das Beste am Tag der deutschen Einheit? Ich hab frei. Wie steht das in Deutschland mit unserer Einheit? Ja, leider noch nicht weit genug entwickelt. Mhm. Weil die niemals in einer Demokratie groß geworden sind, sondern in der Diktatur. Mhm. Wie geeint sind wir nach 27 Jahren? Noch nicht so, wie es sein sollte. Mhm. Was könnte noch besser laufen? Naja, so Ost-West, Konflikte stehen noch im Raum. Wir sind eigentlich froh, dass wir nicht West waren. Mhm. Sondern Ost waren. Arbeitsmentalität, da sind wir Ostdeutschen, glaube ich, ein bisschen besser als die Westdeutschen. Was könnte denn der Wessi noch lernen vom Ossi? Alles. Tja, was können wir von denen lernen? Ja, ich denke mal, die sind ein bisschen gemütlicher, ne? Nicht so verklemmt. Die sind nicht so verklemmt. Nee. Immer schon FKK gemacht. Ja, ne? Ja, genau. Der Osten feiert besser. Der Osten feiert besser. Das weiß ich nicht, ich kenne die ja nicht. Kennt ihr gar keine Ostdeutschen? Nur normale wie uns. Manchmal merkt man auch so dieses typische Wessi, so ein bisschen abgehoben und ja, ihr aus dem Osten so. Die haben dreimal Begrüßungsgeld abkassiert, Personalausweis auf dem Führerschein und noch auf dem Impfschein. Und dann sind sie alle gleich nach Karstadt gerannt. Würdest du sagen, es gibt ein Bundesland, auf das wir in Deutschland verzichten könnten? Bayern. Ich fühle mich als Norddeutscher. Ja, wir auch, ne? Ich bin auch. Er nicht, er ist aus dem Süden. Ne? Ja, macht doch nichts, Jakob. Da ist inzwischen eher so die Grenze, oder? Ja, oder? Wir sind sowieso auch gar keine Einheit. Ich würde sagen, jetzt mach du mal dein Ding, ich mach mal eine Einheit mit den Zweien und gehe mit denen einfach mit. Wir treffen uns dann nächste Woche wieder, ne? Also gehen wir noch ein Eis essen, ich gebe eine Runde aus. Ich weiß gar nicht, wo sie den aufgegangen haben. Ich glaube, in Bayern irgendwo oder so. Danke, Cemal Gültekin und Jakob Leube. Ja, und ganz weit im Osten hat jetzt Gerhard Schröder einen neuen Job. Er ist jetzt tatsächlich Aufsichtsratschef des russischen Ölkonzerns Rosneft und lässt sich dort üppig bezahlen. Das wissen wir, Gerhard Schröder. Ne? Erst war er bei Gazprom, jetzt Rosneft. Schröder kommt seinem Freund Putin immer näher. Ich glaube, auch der erste gemeinsame Urlaub ist schon geplant. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Dass die beiden doch miteinander harmonieren. Jetzt wird mir im Nachhinein aber endlich mal klar, was Schröder damals meinte bei den Harz-Reformen mit diesem Motto fördern und fordern. Ich habe das nie kapiert. Also fordern, klar. Ne? Fordern, natürlich, die Arbeitslosen wurden gefordert. Aber ich habe gedacht, was meint er denn mit fördern? Jetzt fällt es mir wie Schuppen vor den Augen. Ölförderung, das kann doch kein Mensch ahnen. Die SPD. Die SPD ist natürlich von dieser immer enger werdenden Männerfreundschaft zwischen Putin und Schröder überhaupt nicht angetan. Martin Schulz hat wirklich, ja, man kann sich anders sagen, er hat so einen Hals. Alles habe er unternommen, sagt Schulz, um diesen Mann mit der Partei zu versöhnen.
bin auf ihn zugegangen, hab ihn auf den Parteitag eingeladen, gegen Widerstände im Präsidium. Und dann sowas. Echt, ey. Ja, echt, ey. Nee, jetzt aber wirklich mal echt, ey. Rosneft, ja, wird geführt von einem ehemaligen Geheimdienstler, nämlich Igor Sechi, diesen Mann. Es ist ein Mann, der voll und ganz unter der Fuchtel von Putin steht. Dann hat Schröder als Aufsichtsratskollegen Matthias Warnig, der war mal hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter. Also ich würde sagen, noch zweifelhaftere Gesellschaft hätte Schröder nicht mal, wenn er ins Dschungelcamp einziehen würde. Rosneft ist unter dubiosen Umständen aufgestiegen. Ein Teil der Aktien liegt bei einem unbekannten Besitzer auf den Cayman-Inseln. Und die Firma wird von den USA und der EU bekanntlich sanktioniert. Das ist wirklich bemerkenswert. Ein deutscher Kanzler unterstützt, ein Ex-Kanzler unterstützt eine von der EU sanktionierte Firma. Und was für einen Job hat Schröder da genau? Independent Director, wie das heißt. Also ich bin wirklich unabhängig, war das übrigens immer und werde das auch bleiben. Ja. Total unabhängig, übrigens, immer schon, ja, und wird es auch immer bleiben. Er sieht sich wirklich als Friedensengel, der die deutsch-russischen Beziehungen verbessert. Toll, wenn man sich so unabhängig machen kann, auch von der Realität. Ich bewundere das sehr. Mehr zu Schröders neuem Engagement jetzt von unserem Statistikexperten Klaas Butenschön. Danke. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, also wir haben uns zunächst mal an der Basis der SPD umgehört. Unsere Frage an die Sozialdemokraten lautete: Was sagen Sie dazu, dass Schröder für Putin arbeitet? Darauf sagten 17%: Ich finde es gut, dadurch haben wir einen direkten Draht zu Donald Trump. 31% meinten: Die Kritiker aus der CDU sind doch bloß neidisch, weil ihr Pofalla nur bei der Bahn gelandet ist. Und 52% sagten: Schröder sollte sich verhalten wie jeder andere Rentner auch. Wenn das Geld nicht reicht, kann er ja Pfandflaschen sammeln. Ja, da ist was dran. Ja. Danach haben wir explizit mit Freunden von Gerhard Schröder gesprochen. Wir wollten wissen, was Sie von Schröders neuem Job in Russland halten. Veronika Ferris meinte: Ich finde, das ist eine tolle Story. Falls die mal verfilmt wird, würde ich gern die Pipeline spielen. Und Carsten Maschmeyer sagte: Also ich freue mich für Gerhard. Der Putin ist zwar ein windiger Typ, aber allemal seriöser als ich. Und damit zurück zu dir, Christian. Danke, Klaas. Weiter geht's mit Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Willkommen zum Demokratiesprachkurs Spanisch-Katalanisch. Was auf Katalanisch eine Abstimmung über die Unabhängigkeit ist, nennt sich auf Spanisch verfassungswidrig. Weil das spanische Verfassungsgericht diese Abstimmung verboten hatte. Auf Katalanisch heißt das hier brutale Polizeigewalt. Auf Spanisch heißt das: Heute haben wir Spanier gezeigt, dass unser Rechtsstaat stark ist. Beachten Sie bitte, im Spanischen gibt es kein Referendum. Heute hat es kein Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens gegeben. Folglich sehen Sie hier auch keinen katalanischen Generalstreik. Aber was heißt das nun? Ganz einfach. Vernunft ist hier im Moment ein eher knappes Gut. Namenswahltag in Niedersachsen. Schon 2 Wochen vor der Landtagswahl wählt der CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann eine neue Betonung. Seit neuestem legen Sie Wert auf die Betonung auf der zweiten Silbe, also Althusmann. Letztendlich hat mein Vater diesen Namen auch immer Althusmann ausgesprochen. Und so spreche ich ihn auch aus. Für alle sollte jetzt klar sein, ich heiße Bernd Althusmann. Ist klar. Herr Althusmann. Nee, Bernd Althusmann. Bernd Althusmann. Leute, er will Althusmann genannt werden. Das will Bernd Althusmann. Und Bernd Althusmann hat das eben hier auch getan. Ach, ja, Mann. Schönen Wahlkampf, altes Hus. Und herzlichen Dank, Bernd Althusmann. War sonst noch was? Ach ja. CSU-Generalsekretär Scheuer dringt auf ein Verbot von Gesichtsschleiern. Ach, die CSU mit dem Burka-Verbot. Abgehakt von Sine Wiegers.
Was ja schwer in Mode ist heutzutage. Es ist ein Trend. Digital Detox. Ja, einfach mal das Smartphone auslassen, mal nicht rumdaddeln, nichts posten, nicht surfen. O2-Kunden wissen, wovon ich spreche. Die machen das gerade nämlich unfreiwillig. Und was macht man, wenn es Probleme gibt mit dem Handynetz? Dann ruft man die Hotline an. Und da gehen dann die Probleme erst so richtig los. Vielen Dank. Bei der Weiterleitung an einen Kundenberater kann es zu Wartezeiten von bis zu 30 Minuten kommen. Irgendwann war es sogar so, dass ich gar nicht mehr drangenommen wurde. Ich hatte eine Ansage, wir kümmern uns um Ihr Problem. Bitte rufen Sie nicht mehr an. Bitte rufen Sie nicht mehr an. Wir geben Ihnen gerne die Nummer von der Telefonseelsorge, aber bitte rufen Sie hier nicht mehr an. 66% der Beschwerden über Warteschleifen, die in diesem Jahr bei der Bundesnetzagentur eingegangen sind, bezogen sich auf die Hotline von O2. Toll, ja? Gratulation. Selbst prominente Kunden machen inzwischen ihrem Ärger Luft. Bei diesem hier wusste ich bislang gar nicht, dass er auch betroffen ist. E.T. nach O2 telefonieren, aber klappt nicht. Aber warum denn nicht? Warteschleife. Immer Warteschleife. Ich muss immer wieder weinen. Aber es ist ja nicht nur O2. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viel Lebenszeit ich schon verplempert habe beim Warten in bescheuerten Warteschleifen. Und ich bin gar nicht bei O2. Und dann immer diese Musik, ja, immer für Elise. Es gibt wirklich, also Hotlines, die haben seit den 80ern für Elise immer. Es gibt Leute, die hängen seit den 80ern in dieser Warteschleife. Es nervt extrem. Gut, andererseits für junge Leute inzwischen die einzige Möglichkeit, überhaupt noch mal mit klassischer Musik in Berührung zu kommen. Man muss immer das Positive sehen. Oliver Durke und Marieke Carstens über das verrückte Leben in der Warteschleife. Also, tschüss. Denk dran, dass du die Kinder heute zur Schule bringst. Ja, ich bin nur noch kurz in der Warteschleife. Unser Internet geht nicht. Okay. Tschüss, Mama. Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt circa 3 Minuten. Macht euch doch schon mal fertig. Schatz, aber nach 4 Stunden ist einmal jemand rangegangen. Ja, und wollte mich weiterverbinden. Hat aber nicht geklappt. Ja, und immer wenn ich neu anrufe, dauert es angeblich nur 3 Minuten, bis ich wieder drankomme. Das sagen die aber alle 30 Minuten. Ja, aber jetzt habe ich ein gutes Gefühl, dass das was wird. Na gut. Die Wartezeit beträgt ca. 3 Minuten. Wann kommst du denn ins Bett? Ich glaube, da geht gleich jemand ran. Zurzeit sind alle Mitarbeiter in einem Gespräch. Um Ihnen unnötige Wartezeit zu ersparen, bitten wir Sie, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anzurufen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja klar, diese Warteschleifen bei Telefonhotlines sind manchmal schon ein bisschen nervig. Aber wenn man sich damit arrangiert, ist es nur noch halb so schlimm. Wenn man die Warteschleife überall mit hinnimmt, hat man eine viel größere Chance, dass man mal durchkommt. Was machst du denn da? Ich passe für Papa auf die Warteschleife auf. Ja, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Warten Sie. Hallo. Papa, die Hotline für dich. Oh. Hättest du nicht schneller rennen können? Alles muss ich alleine machen. Ach, Mann. Ja, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Oh, ist ja super, dass ich durchkomme. Unser Internet ist nämlich kaputt. Das geht nicht. Ja, dann bräuchte ich erstmal Ihre 15-stellige Kundennummer und Ihr Passwort, bitte. Wie jetzt? Aber ich... Ja, und dann haben wir beschlossen... Nicht mit uns. Da machen wir mal richtig Rabatz. Noch bei der Beschwerde-Hotline. Wir nehmen Ihre Beschwerde gleich entgegen. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt 6 Stunden und 30 Minuten. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauer, bitte schalten Sie nicht ab. Die nächste freie Sendung ist für Sie reserviert. Und das ist ZAPP, das Medienmagazin. Heute geht es um die Rolle der Medien nach der Wiedervereinigung. Bis bald. Schönen Abend noch.